Hallöchen. Ich bin jetzt hier auf Überprüfen gegangen. Ich weiß nicht, was YouTube für Probleme hat. Dennis, vor 5 Tagen hast du mir hier eine Antwort geschrieben. Vor 5 Tagen bearbeitet, vor 5 Tagen bearbeitet, vor 5 Tagen, 5 Tage, 9 Tage, 9 Tage, 9 Tage, 9 Tage. Hier vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 4 Wochen, vor 4 Wochen, vor einem Monat, vor einem Monat, vor einem Monat, vor einem Monat. Und auch hier, die hier noch, das, was ich nass machen soll, mit dem Finger drin, das ist der Schwamm. Warum soll ich den nass machen? Ich benutze keinen Schwamm, ich benutze einen Messingschwamm. Viel besser als ein nasser Schwamm. Und hier, danke, schau mal an. Ja, ich habe gedacht, du hast das gar nicht mehr gelesen. Das kann doch nicht wahr sein. Was hat YouTube für Probleme, dass ich jetzt hier auf einmal 1 Monat alte Nachrichten die in Überprüfen gelandet sind, erst jetzt heute bekomme. Alle genehmigen. Die will ich mir jetzt erstmal alle durchlesen. Und ich hoffe, die sind jetzt nicht alle weg. Müssten ja ein veröffentlicht dann drinne sein. Vor 5 Tagen, ja. Ja, ich lese mir das jetzt alles durch und eventuell dann kommt noch eine Nachricht hinterher, aber es ist echt geil. Ihr kriegt hier Nachrichten, die schon 1 Monat alt sind, jetzt erst angezeigt. Ich weiß nicht, was YouTube hier für Probleme hat. Es hat auch irgendwie total tierische Probleme mit den Abonnenten. Das war heute Vormittag, waren es noch 970, jetzt sind es nur wieder 969, wenn ich die Analysen aufrufe auf die Abonnentenzahl. Hier ist keiner weggegangen. Das war am Dienstag, 18. Januar. Verstehe ich nicht. Die Abonnentenzahl, die schwankt immer in diesem Rahmen. Geht ein bisschen hoch, geht wieder runter, geht wieder ein bisschen hoch, geht wieder runter. Das kann er nicht angehen. Also, ich weiß nicht, was YouTube hier für Probleme hat, aber so richtige Probleme muss er ja haben. Gut, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ja, aktuelles Laufwerk oder ein aktuelles Dings. Ich denke mal, Dennis hat das sicherlich schon gesehen. Kommt bestimmt auch noch Nachrichten. Gut, aber mehr wollte ich euch nicht zeigen. Ich habe hier in den Kommentaren bei Überprüfen immer noch das Dings, aber 1 Monat alte Nachrichten, das kann doch nicht sein. Das ist ja wohl echt schrecklich. Gut, falls ihr auf Antworten gewartet habt, ich kann jetzt erst antworten. 5 Tage bis 1 Monat her, ja. Gut, aber dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.